Und hier haben wir wieder eine BWL-Studentin, ist jetzt mit ihrem Studium fertig, hat 4 Jahre Bachelor gemacht, 3 Jahre Master, also insgesamt 7 Jahre studiert. Und hier auf LinkedIn sehe ich jetzt, die ist halt bei irgendeiner 0815-Firma angestellt. Wenn ich die mal google, hast du halt einfach ein durchschnittliches Einstiegsgehalt nach deinem Master von 4.500 Euro. Also dafür hättest du nicht studieren brauchen, da hättest du auch eine Ausbildung getan.